Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zu Grischans Dampflok Nummer 5, Ausgabe 5. Heute, wie im letzten Video angekündigt, stelle ich euch einen neuen Verdampfer vor. Also für mich ist der neu, den gibt es schon seit 2-3 Jahren auf dem Markt, für mich ist er allerdings neu. Und das ist der InnoSix Ornate Hochleistungsverdampfer, der soll richtig fett ordentlich Nebel raushauen. Ist mal eine andere Alternative zum Smog, mal wieder eine Alternative gefunden, weil ich halt, wie im letzten Video erwähnt habe, nicht im regulären Handel gefunden habe, den ich haben wollte. Und da fällt uns auch schon mal entgegen. Ja, ich habe jetzt schon mal so ein bisschen angeschaut und ja, hier ist also, wie gesagt, die Verpackung. Ja. Und das ganze Ding sieht halt so aus. Das ist der Verdampfer-Tank, der Tank hier mit 6 Millilitern Füllleiste. Da passt der halt genauso viel drin wie im Smog. Und wie gesagt, der ist für Subohm ausgelegt. Der hat jetzt hier eine Wicklung von 0,15 Ohm, also ist schon sehr, sehr niedrig. Sollte also richtig fett die Wolken raushauen. Der Ganze hat ein Top-Fill-System, das heißt, wir können hier aufschrauben. Und dann wird es halt hier in diese beiden, in einen von diesen beiden Randlöchern oder Randöffnungen, wird dann der Blick wird gefüllt, was wir auch gleich machen. Ja, diesmal hat der Fokus super mitgearbeitet, sehr schön. Und testen wir auch gleich mal aus. Hier ist übrigens das Mundstück. Ich hoffe, dass das ausreicht, nicht, dass der Dampf wieder zu warm wird. Es ist kein Selbstwickler-Verdampfer, der ist schon vorher fertig. Das heißt, ich muss dann irgendwann, wenn ich wahrscheinlich was Neues brauche, mir Ersatzteile dafür kaufen, wenn es den überhaupt noch gibt. Ja, wir haben hier natürlich hier unten wieder wie üblich die Airflow. Und irgendwie ging der ganze Spaß jetzt hier auf. Ich weiß aber nicht mehr, wie das war. Weil ich würde mir den gerne mal aus der Nähe anschauen. Und ich muss mal gucken. Wahrscheinlich werde ich das schneiden müssen. Weil irgendwie kriegt das hier gerade nicht auf. Doch, jetzt. Okay, muss nichts schneiden. So. Hier ist, wie gesagt, hier jetzt das Teil ohne Glas. Also jetzt der reine Verdampferkopf. Glas haben wir hier. Ja, so. Ich war jetzt ein bisschen verschoben, weiß ich ja. Und jetzt schrauben wir den mal kurz raus. Weil ich muss den sowieso befeuchten. Der ist nämlich noch komplett trocken. Es wäre schon schwer gefallen, da nicht schon jetzt ein Abendvideo zu machen, aber wenn ich hier nicht so gutes Licht habe. Ist auch die Video-Dings scheiße, wollen wir natürlich nicht. So, ich muss jetzt mal kurz schneiden. Ich würde den mal nochmal rausnehmen. Aber diesmal werde ich hier unten das Dings drehen. Denn wir haben hier drei Öffnungen, um die Watte zu befeuchten. Ganz vorsichtig, damit die Watte nass wird. Upsala, war ein bisschen viel. Einmal. So schon recht, wird sich alles gleich dunkel verfärben hier. Einmal. Jetzt soll ich mein Eierkuchenverdampfer werden. Ich bin schon auf die Wolken gespannt. Mal. Zweimal. Also zweite Öffnung gerade. Zack. Zack, so. Der saugt die Liquid schön ein. Sehr schön. Wie ich eben kannte. Saug in, saug, 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 saug. Muss ich wieder zu einer Frau sagen. Und Öffnung Nummer 3. Ebenfalls schön nass machen. So, ja, alles reinziehen. Aber nicht nur die Öffnungen hier, sondern auch die Spulen am besten befeuchten. Dann machen wir von der Seite hier unten, wo die drei Spulen zu sehen sind. Und dann kann man hier schon ein bisschen Vorarbeit leisten, weil wir wollen nicht, dass die Watte anbrennt, wenn wir den gleich befeuern. So. Da hinten noch was. Ist noch nicht alles. So. Ich habe noch eine schnellere Möglichkeit. Die werden wir gleich herausbaldowern oder herausfinden. Werden wir uns gleich eruieren sozusagen. Nee, Quatsch, so ist falsch. Da musst du drauf. So, schauen wir mal dazu. Na, bleib hier. Liquid ist schmierig, müsst aufpassen, Leute. Nee, so nicht, aber so. Na, manchmal fallen wir noch nicht ständig runter, du blöde Sau. Schon 5 oder 6 Mal jetzt hier. Also. Gut, dann war das so rum. So, bauen wir mal zusammen und füllen den mal, damit sich die ganze Watte hier komplett mit dem Zeug vollsaugt. So, zuschrauben. Zeig, spüre hier fort von dem Liquid, ey, gibt's doch ja nicht. So, okay, wollen wir mal.
füllen wir das ganze Ding hier mal auf, nicht in das große Loch, das ist falsch. Da machen wir uns jetzt einen Verdampfer mit kaputt, das sprittelt dann. Wollen wir nicht. Ich weiß, dass die gerade ein bisschen ausläuft. Da belegt mir das ein. Nö. So, Airflow ist noch zu. Ja, ein bisschen können wir noch. So. Jetzt kommt das Mundstück wieder drauf. Und jetzt ist wichtig, dass wir, wenn wir daran ziehen, ein paar Mal, dass die komplette Watte mit dem Zeug füllt. Ich kann ja schon fast saufen, das Zeug, Alter. So, und jetzt schrauben wir den ganzen Spaß auf meinen Verdampfer drauf. Das schmeckt ja wirklich. Alter, schmeckt der gut. Ich meine, nur den Luftgeschmack von dem Liquid gerade, aber. So, das ist natürlich bei 200 Watt, das ist natürlich für den Anfang viel zu viel. Wir gehen mal runter auf 50, 60 erstmal, um den hier ordentlich langsam anzufeuern. Fangen wir mal 60 an, wenn er bei 250 Watt aufhört zu arbeiten, können wir auch bei 60 anfangen hier den etwas zu befeuern. Aber der reagiert überhaupt noch nicht. Bei 60 Watt kommt noch gar nichts. War doch so ganz langsam. Mal schauen. Okay. Man sieht, da kommt noch gar kein Dampf. Hört doch so langsam, fängt er an. Bei 60 Watt ist schon ordentlich was drin. Alter, das sind gerade mal 60 Watt bei 0,18 Ohm. Und der haut jetzt schon so einen dichten Nebel raus. Ja? Der arbeitet noch nicht mal. Alter Falter! Hier, guckt es euch an! 60 Watt! Na komm! Na komm schon! Da haben wir, jetzt hat er endlich! Hier, 60 Watt! Unglaublich! Und der fängt noch nicht mal an zu arbeiten und kommt schon so einen dicken Wolken raus! Wie geil ist das denn, Alter? Hier nochmal hoch auf 80! 80 Watt, mal gucken wir mal. Ja, okay, reagiert schon schneller. Jetzt kommt er langsam aus dem Knick. Er wacht langsam auf. Alter. Alter, ist das geil. 80 Watt und jetzt kommen schon so viel Nebel raus. Alter. Ey, wir sollten erst bei 250 Watt sein, weil ihr müsst auf jeden Fall komplett ausprobieren. Immer 100 auf 100. Oh, es wird auch ganz schön warm, muss ich sagen. Oh, das ist nicht so schön. Halt, das war zu viel. Noch nicht, noch jetzt, nicht so schnell. Kollege Schnürschuh. 100 Watt. Okay, jetzt gucken wir mal, was bei 100 Watt macht. Und da gehen wir mal 100 hoch auf 150. Oh ja, Alter. Der Geschmack kommt auch so langsam mal endlich zum Tragen. Gehen wir hoch 150. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 5, 1, soweit. 1, so. 150 Watt. Da haben wir, ihr seht es, 150 Watt. Blick mal, das blick mal sehr spannend. Hallo, Fokus. Ein bisschen unscharf. So, jetzt. Alter Falter, ich werd ja irre. Das Ding ist ja wirklich ein Monster. Und schmeckt doch noch Eierkuchen.
Ey. Okay, jetzt machen wir das Pro-Example. Gehen wir hoch, kurz hoch, was der jetzt maximal treibt. Das heißt ja, bei 250 ist der gut dabei. Ich bin jetzt bei 300. Tatsächlich bei der maximalen Leistungszahl von 300 Watt und der will mir immer noch weiter nach oben schicken hier. Hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Bei 300 Watt. Okay. Nur aus Vorführungszwecken. Wie ich es im letzten Video gesagt habe, 300 Watt Dampfen sollte keine Alltäglichkeit sein. Das ist einfach viel zu hoch und ist nicht schön. Aber ich bin mal gespannt, was da jetzt an Nebel rauskommt und wie lange ich den aushalte. Weil das Ding ist jetzt doch schon ziemlich heiß gelaufen, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Aber ist natürlich jetzt auch ein ziemlicher Liquidfresser, Akkufresser, 300 Watt. Also ich glaube, da sind nach einem Heimtag die Akkus sowas von dermaßen runter, wenn nicht sogar noch schneller. Okay, 300 Watt. Oh Gott, ich grott jetzt schon. Das war eindeutig zu viel. Das war zu viel. Eindeutig. Ich hab's gesagt, Leute, lasst es sein. Bei 200, bei 300 Watt ist einfach zu heftig. Ja, das war zu viel. Nee. Okay, wenn wir runter auf 250. Hier. Somit ist er angeheben auf 250 Watt dampfen. Also ich mal zu entscheiden wurde, mal anzufokussieren hier. Ihr seht, 250 Watt ist hier angeheben. Also die Verpackung sagt es ja auch, bis zu 250 Watt kann man den nehmen. Also 300 Watt, einfach eigentlich zu viel, hat total verbrannt, geschmeckt, das war nicht sehr gut. Ekelhaft. Nee. Das ist einfach zu viel, könnt ihr vergessen, Leute. Das ist absolut unschön. Also 200 Watt lasse ich mir bei dem Ding noch hier fallen, nicht noch wie beim Smog. Ansonsten schmeckt es mir echt zu verbrannt. Ich glaube, da müsste man wirklich einen Selbstwickler nehmen, damit da noch der Geschmack ordentlich durchkommt. Aber nee, 250 und 300 Watt bei dem Verdampfer hier, nee, einfach zu viel. Jetzt schmeckt es auch wieder. Da kommt doch ordentlich Nebel raus. Ja, also muss sagen, der Eierkuchen mit dem Kirschgeschmack ist schon sehr lecker, aber ich bin doch mehr so für Früchte. Ich werde bei meinem Red Astaire bleiben und dann weiter Fruchtmix-Dinger probieren. Und da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen was austesten, was man da so kriegt an Aromen. Der Pigment ist auf jeden Fall noch, soll auf jeden Fall noch getestet werden. Ja, also, was kann ich jetzt nach dem Fazit sagen? Das Ding ist erstmal ganz schön heiß gelaufen bei 300 Watt, sowieso. Und doch bei 200 Watt. Liquid hat sich jetzt ganz schön schnell verflüssigt hier. Das ist wirklich heftig. Und ich muss sagen, 300 Watt Dampfen ist einfach zu viel. Ich kann davon echt nur abraten, das ist Schwachsinn. Ich bleibe bei meinem Sweet Spot von 180 Watt, auch bei dem Ornate hier werde ich wahrscheinlich bei 180 Watt runtergehen. Oder auf 180 Watt runtergehen, weil 200 Watt ist einfach für, also für Fertigverdampferköpfe ist 180 Watt einfach kacke. Da schmeckst du nichts mehr, das verbrannt. Das wird extrem heiß, da brauchst du wahrscheinlich noch ein richtig hohes Mundstück dafür, damit es sich überhaupt lohnt. Dann wird wahrscheinlich noch der Geschmack deswegen flöten gehen, würde ich mal sagen. Also, nee, kann man abraten. Ich habe jetzt hier eingestellt 180 Watt. Wir ballern nochmal eine Runde. Bei komplett geöffneter Airflow. Ja. Und da ist ja wieder dieses angenehme, wohlschmeckende Dampferlebnis. So muss ich es haben. Also 180 Watt ist bei diesen Verdampferköpfen wie dem TFV12 und hier dem Joytec Ornate für mich persönlich am besten. Also ich werde es nicht mehr ändern. Ja. Wie gesagt, auf jeden Fall eine ziemlich geile Nummer. Aber fällt mir gerade ein, ich habe ja noch mehr gekauft. Eine Sache habe ich noch. Nämlich noch einen Wickeldraht geholt für meinen Tröpfler. Wir haben hier nämlich den Juggernaut Nichrom 80 mit 10 Fuß Länge. 1,46 Ohm Widerstand. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt was bringt. Ich jetzt mal kurz hier die Hand davor halte. Und so sieht ja aus. Das ist halt, wie gesagt, ein Juggernaut, keine Ahnung, wie man das jetzt nennt. Schon wenn ich kurz aus dem Bild war. Ihr seht ja gerade, ich hoffe, dass er jetzt anvisiert. Ist ja nicht ganz wichtig. Dass man den Draht auch sieht. Den anscheinend nicht. Doch, jetzt. Ja, ich weiß nicht, inwiefern man das erkennt.
Ist auch völlig egal. Da brauchen wir ein besseres Objektiv für. Das ist nur ein Standard-Kit. Da muss man natürlich ein bisschen mit Eingrenzung rechnen. Ja, also ist ein sehr, sehr... Draht hat viel Fläche für Subumdampfen. Den werde ich mir auf jeden Fall in meinen Tröpfler wickeln und den mal ausprobieren. Das wird wahrscheinlich gleich mal im nächsten Video, wenn ich schon dabei bin, da habe ich ein paar Dampfvideos parat. Und wie gesagt, ich kann wirklich nur sagen, das Extremo Watt Dampfen macht mit diesen Verdampferköpfen auf keinen Fall Spaß. Das schmeckt nicht, das schmeckt verbrannt. Es ist viel zu schnell heiß und ja, ist auch, glaube ich, für Vorführungszwecken dann doch nicht so gut geeignet im Nachhinein, muss ich sagen. Ja, ich wickle mir jetzt erstmal mein Ding hier weiter und dann schauen wir mal, was der Tröpfler sagt. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Video, macht's gut und tschüss. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, wenn nicht, dann das Recht. Ansonsten, bye bye und goodbye. Und ja, komm, haut ab, verpisst euch.